Ein herzliches Hallo von mir an euch. Es gibt eine neue Folge Phasmophobia. Wir sind heute im Gefängnis unterwegs und ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber irgendwie, als wir Mitte Januar aufgenommen haben, habe ich immer das Gefühl gehabt, ich sterbe. Ich hatte immer die Geister im Nacken sitzen, ob ich diese Suche nach dem Geist im Gefängnis überlebe oder nicht. Das findet ihr jetzt am besten selber heraus. Ich sag auf jeden Fall schon vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, bleibt gesund und macht euch noch einen schönen Tag. Tschüss! Ich höre Susi nicht. Hey, ich bin hier, hallo! Ah doch, jetzt. Ich hab gesehen, deine Kamera bewegt sich, aber kein Ton hier im Spiel. Tough one, das will ich doch mal. Also, dazu. Bewegungssensor, EMF-Reader, 10 Grad Celsius, Robert Jackson. Kriegen wir ja wohl hin. Ich hab dich im Auge. Ja, ja. Was hast du denn alles dabei? Ich block dich, Susi. Ich block dich. Geh doch mal zurück zum Van. Nein, Mo. Susi, schreib mir das Versteck dann einfach bei WhatsApp, okay? Ja. Dafür muss ich jetzt aber erstmal Mo von den Hacken kriegen. Okay. Ich weiß, was diese Runde passieren wird. Oh je. Ich werd sterben. Ich werd sterben? Vielleicht. Vielleicht. Ich weiß das schon. Ja? Die Richtung. Ah, schon lange nicht mehr auf der Map. Knochen ist hier bei dem kleinen Überwachungsraum neben den Sprechzellen. Und Sicherungskasten ist auch hier. Der Knochen ist hier links in dem Raum. Und die Sicherung auch. Keine freie Hand. Oben ist nix. Die Sicherung wieder rausgemacht? Habt ihr die Sicherung wieder rausgemacht? Ich hab nichts gemacht. Ich höre aber meine Schritte nicht mehr. So, ich hatte jetzt nichts mitbekommen, weil ich Susi die ganze Zeit am Arsch.
Arsch geklebt habe. Habt ihr den Raum schon? Nein? Ich vermute, er ist in der Nähe vom Eingang. Ich hab da einen Schritt gehört. Der war mir verdächtig. Ich war mit EMF drin, aber hab mit EMF nichts gefunden. Ich weiß halt nicht, ob es doch oben ist. Oben habe ich halt einen Schritt gehört, aber der hörte sich halt an, als wäre er unter mir. Im Befragungsraum da. Oder der Public-Raum. Ja? Mo, einfach nicht los. Folgt mich die ganze Zeit. Ich kann, du weißt schon was nicht. Kannst nicht vor Männern, kann ich verstehen. Ich bin total nutzlos, weißt du? Aber ich habe auch noch nichts gefunden. Obwohl ich rumlaufe, habe ich nichts gefunden. Mo, Susi ist vergeben, das weißt du schon, oder? Mir doch egal, ich will nur die Pillen. Wie so ein Züchtiger. So ein... Ist mir egal, gib mir die Pillen. War hier schon jemand? Ja, wir gucken mal, was die Sanity macht. Okay, hört genau drauf, von wo die Schritte kommen. Also von mir aus war es rechts und ganz leise. Also Mensa war es oben. Also ich war hier auf dem Flur, ich stand hier auf dem Flur rum, hab den ersten Wind gehört, da hab ich plötzlich rechts gehört, das heißt der muss oben sein. Weil der kann hier nicht einfach so von links nach rechts durchmachen. Kommt mal nach oben. Oh nein, nicht schon wieder.
mir ein Foto. Also ich war hier oben in dem Chefbüro, da war er nicht. Der war auf dem Flur auf jeden Fall unterwegs, würde ich sagen. Definitiv oben. Also, er ist definitiv oben, ne? Es muss oben sein. Wobei ich aber nicht viel, also der war nicht laut oben, aber keine Ahnung. Ich habe halt auch Schritte gehört. Ja, Schritte habe ich gehört oben, aber er war nicht sonderlich laut, also der scheint nicht nah bei mir gewesen zu sein. Was sagen denn die Kameras dazu? Sanity ist halt recht weit unten schon. Aber sagen denn die Kameras? Was wie Ort? Wir schauen gerade mal rein. Du bekommst übrigens gleich eine Nachricht in WhatsApp, wenn du sie nicht schon bekommen hast. Es hat gerade vibriert, ja. Ich sehe aber hier oben auch kein Rumlaufen. Steckt sich hier unten im Büro. Es ist, glaube ich, der Besucherraum. Besucher kommen. Unten. Also da, wo die Sicherung ist, da in der Ecke unten. Da, wo die Straftäter mit den normalen Menschen sprechen, da diese Besucherzellen. Ja, und dort in dem Aufenthaltsraum oder Sicherheitsraum ist die Sicherung. Haha. Also ich vermute es. Ich war dort eben nochmal drin, aber da war halt nichts an Temperaturen. Wir haben noch gar nichts. Der Geist lässt sich bitten. Also ich gehe da jetzt nochmal mit Thermostat rein. Ich würde da auch am besten eine Kamera platzieren, damit wir da mehr Sicht haben. Ich werde auf jeden Fall die Kamera hier vorne platzieren. Gerade sind die Orbs auch. Wie viel? 21. Können natürlich hier unten die Türen zumachen. Wenn die nachher beim nächsten Hand offen sind, wissen wir ja wo. Also hier ist nichts mit EMF. Gar nichts. Haben wir hier zu? Dort zu? Aber ich habe jetzt wieder eine Tür gehört und sie war aus der Ferne. Lass mal erstmal raus. Gerade das Ding? Ich habe eine Tür gehört und die war, glaube ich, wiederum oben. Ich habe keine Ahnung.
Boah, das ist dein, ist das dein Ernst? Aber da ist der Hörner. Aber dort haben wir auf jeden Fall eine Kamera. Da kann die Susi mal im Van gucken wegen Orbs. Das ist ja so eine vorinstallierte Kamera in dem Raum. Ansonsten platzieren wir jetzt da noch manuell ein. Ah, wo seine Sanity ist auf 78? Warum nur? Versuch mal rauszugehen. Der Geist ist echt schwierig, wer macht gar nichts. Hat er die gefunden? Ja, er hat sie gefunden. Man traut sich ja nicht mal was zu sagen. Sniper. Es ist unglaublich, ey. Er hat das Buch rumgeschubst. Er spielt tatsächlich am Buch rum, ja. Haha. Ist mir egal. Also das bin ich nicht. Ich bin auch gemacht, wenn da heißt. Oh, wenn wir alle vier drücken, ist es übelst laut. Haben wir schon überhaupt irgendetwas? Nein, wir haben noch gar nichts. Und Sanity ist auf null. Das kann was werden. Oma hat unter 10 Grad auf jeden Fall. Ja. Warte mal, wenn ein Buch drin ist, dann brauche ich ja nicht noch eins reinlegen. Dann nehme ich den Bewegungssensor mit. Und EMF. Und wie ist es so vor der Kamera? Er war langweilig. Bin ja, schon längst das da. Ich vorschlagen. Zwar anders, aber das wollte ich vorschlagen. Jetzt bin ich als Einzige hier.
Ich wollte gerade sagen, jetzt bin ich die Einzige hier drin und habe null Sanity. Die wird die nächste Jagd nicht auf sich warten lassen. Und zack, bumm. Ich komme jetzt dazu. Keine Ahnung. So, ich warte jetzt hier. Nein, du kommst mit rein. Ich wollte gerade hochgehen, dann fing der an. Ah, manche sind halt etwas spezieller dort. Muss bedenken. Wissen nicht, wie lange die hier sind. Kriegen Angst, Verlustängste haben sie. Wollen halt jemanden auf ihre Seite haben. Nicht mehr so einsam und allein sind. Ja, aber ich mag deren Gesellschaft nicht. Ah, lässt sich leider nicht ändern. Wir müssen halt für sie da sein. Wir müssen ihre Freunde sein. Das habe ich eigentlich mitgenommen. Oh, ne? Gerade hochgekommen. Was denn? Keine Ahnung. Oh mein Gott, ich glaube, das ist ein Revenant. Ich sterbe! Wenn ich tot bin, dann ist es ein Revenant. Ich sterbe! Wenn ich tot bin, dann ich sterbe! Ich sterbe! Ich sterbe! Ich sterbe! Er ist direkt hinter mir! Ich sterbe! Nein! Einfach weiter geradeaus. Dann passiert nichts. Öffne die Tür. Du musst die Tür als erstes öffnen. Hier unten ist offen. Okay, dann gehen wir jetzt geradeaus Richtung Zellen. Oder ich höre ihn nicht mehr. Vorbei ist. Du kannst der war hinter mir. Kannst du weglaufen. Außer wenn es ein Revenant ist, kannst du weglaufen. Du musst allerdings aufpassen, ja, wenn du zum Beispiel um Ecken gehst. Er geht immer die kürzeste Strecke um die Ecke. Ja. Da kann er dich halt einholen, wenn du... Ich hatte so Herzschlag. Ja. Wir waren gerade oben, dann ging es los. Komm mal bitte alle mit hoch, ich will nicht alleine hier hoch. Ich komme gar nicht dazu, EMF reinzuschmeißen oder den Bewegungssensor dran zu machen. Brauchen wir auch nicht mehr, ne? Der hält mal wieder aktiv dabei. Ich wäre ja dafür, dass wir mit beide sterben und die Damen alleine weiter. Mach die Tür zu! Ich halte sie zu. Hey, mach zu! Warum stehst du da noch? Weil ich die Tür zumache. Wir sind hier, unten. Eingangsbereich. Alles klar, ich bring ihn mit. Ja, mach mal. Nein, mach die Tür zu! Mach die Tür zu! Jagt der überhaupt noch? Ich bin jetzt wieder raus. Nee, jetzt ist Ende. Okay, meine Fotos haben nicht gezählt, schade. Komm, schaffen wir es jetzt mal hoch? Hallo? Brauchen wir schon mal ein Hanuta-Essen? Ich wollte gerade sagen, hast du dir den Donut gegönnt, der dort immer liegt? Weiß ich nicht, aber... Wir kommen halt nicht mal mehr in den Raum. Ja, deswegen machen wir jetzt Licht an, damit die Chancen ein bisschen geringer sind. Wenn hier überhaupt Licht ist, weil hier gibt es zwei Lichtschalter. Mal. EMF4. Fingerabdrücke. Wir haben EMF4. Fingerabdrücke haben wir auf jeden Fall. Also, da suchst du gleich nochmal mit dem Foto. Ich gehe erstmal in Sicherheit, bevor ich das eintrage. Ja. Was haben wir? Okay. Meine Fresse, Alter. Das ist wie gesagt ein Revenant. Hinter uns jetzt gleich. Warte. Wir sind hier.
Einfach laufen. Komm, folge meiner Stimme. Affe, Affe, Affe. Affe, Giraffe, Affe, Affe. Affe, 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 Affe. Na komm, das kannst du doch schnell sein. Leben alle noch? Nein. Auf jeden Fall kein Geisterfoto. Jetzt richtig in der Annahme, dass es entweder ein Banshee ist oder ein Revenant? Wieso, was haben wir denn überhaupt alles? Also Revenant kann sich knicken. Ja, auf jeden Fall Fingerabdrücke. Wie waren das EMF? Spirit. 4 war das EMF bei mir. Ja. Susi! Susi! Sonst wäre ich schon längst tot. Die Box hatte ich ja am Anfang. Was? Wir hatten Box? Ja. Wir hatten Box am Anfang. So, das habe ich gar nicht mitbekommen. Wenn ich mich recht erinnere. Und beim Revenant wären wir beide schon längst tot. Ja, wir beide wären tot. Guck hier, es geht nicht mehr nach Hogwarts. Oh Manno. Vielleicht geht die andere Seite jetzt. Wir sind hier. So, ist da jemand? Susi, komm raus, es ist vorbei. Die rennt echt immer in den gleichen Raum, ne? Na, weil man immer kurz vorm Ausgang ist. Susi, es ist übrigens Spirit, ne? Ja. Warum? Box, Fingerabdrücke, Buch, was will man mehr? Alles erledigt. Ja, und keiner ist gestorben. Nee, aber es war mal wieder knapp zwischendurch. Aber es hätte ein Revenant sein können. Tina denkt ja immer, dass sie stirbt. Hey, ich hab voll laut Herzschlag gehabt. Ja, das ist, wenn er nah dran ist. Ich sterbe. Und dann so nichts passiert. Aber wenn ich nichts sage, sterbe ich. Das haben wir ja gerade gesehen, die Runde davor. Muss einfach nur wegrennen. Solange es kein Revenant ist, hast du eigentlich keine Probleme. Ja, in großen Maps hast du halt das Glück, dass du laufen kannst. Auf kleinen Maps ist es schwierig. Bei Prison, eine Hand, du kannst von Block A zu Block B rüberlaufen und das dauert, ist ungefähr eine Hand. Also, gut, alle eingetragen, dann fahren Fahrt, ne? Ja. Abfahrt. Welcome back.